Vieles kann man als Hobby lernen oder im Selbststudium. Das gilt für Medizin, Handwerk, Psychologie, Kunst, für alles Mögliche. Aber es gibt natürlich einen großen Unterschied dazu, wenn man was so richtig als Beruf lernt, ne? Mit so einer richtigen Ausbildung. Und im Bereich schamanische Heilarbeit ist es natürlich genauso, ne? Auch das ist ein Beruf, wenn man so möchte, eine Berufung, die man so richtig lernen kann, wo es Ausbildung gibt. Und wenn man das einfach professionell, sicher, sauber, bewusst lernen möchte, ne, dann muss man eine Ausbildung machen. Egal, ob man das letztlich privat nutzt oder tatsächlich beruflich. Es ist im Bereich Schamanismus halt so, dass der Standard an Professionalität und Qualität jeder selber festlegen kann. Auch die Inhalte und Vorgehensweisen, das legt keiner fest, das kann im Prinzip jeder machen, wie er möchte, ne? Es gibt keine staatlich anerkannte Berufsausbildung dafür und keine einheitlichen Richtlinien. Das ist deshalb schon kaum umsetzbar, weil Schamanismus weltweit in vielen verschiedenen Varianten auftaucht und sich das, worum es letztendlich geht, einfach im außerirdischen Bereich stattfindet. Und dann gibt es natürlich kulturelle, traditionelle Aspekte und die sind hier anders als da. Da kann man nicht einfach einen Standard drüber bügeln, ne? Und deswegen gibt es nicht die Vorgehensweise und es gibt nicht den einen richtigen schamanischen Weg oder wie man schamanisch lehren und lernen kann oder praktizieren. Und gesellschaftlich sind wir oder wären wir, glaube ich, jetzt auch nicht so weit, dass wir da tatsächlich einheitliche Standards festlegen könnten. Wahrscheinlich wäre es dann eher so wie im Bereich Religion, dass die Leute sich die Köpfe einschlagen, wer denn jetzt recht hat und wer das Richtige hat. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so sinnvoll, dass man hier Standards festlegt, ne? Vielleicht ist gerade diese freie Herangehensweise und diese Vielfältigkeit die große Stärke des Schamanismus, ne? Und es verlangt hier nämlich Flexibilität, Kreativität, aber auch sauberes Arbeiten und einen guten Umgang mit Hilfesuchenden, ne? Das ist halt das, wo ich sagen würde, das macht es dann professionell. Im Laufe meiner Karriere als schamanischer Geistheiler und Lehrer habe ich, denke ich, schon so viele Fehler gemacht, sodass ich mittlerweile recht genau weiß, worauf es dabei ankommt, zumindest was unsere Kultur betrifft, ne? Wenn man professionell schamanisch mit Menschen arbeiten möchte. Ich habe es halt richtig krachen lassen und geguckt, wie kann man das immer mehr optimieren, wie kann man noch professioneller, sauberer, besser arbeiten. Natürlich das, was man macht, nicht für jeden was, ne? Sind nicht immer alle zufrieden. Aber ja, man kann viel falsch machen. Und wer viel falsch macht und schnell viel falsch macht, kann sehr schnell lernen, wie es richtig geht. Und in jeder Kultur sind Menschen halt anders. Und deswegen muss man auch anders an sie herantreten. Ne? Das ist auch nochmal so. Deswegen kann man deswegen schon mal keinen weltweiten Standard oder sowas festlegen. Das geht einfach nicht. Und die Herangehensweisen müssen übereinander sein. Trotzdem gibt es die roten Fäden, die die schamanische Praxis im Kern ausmachen. Die gibt's. Das heißt, überall, wo schamanisch praktiziert oder gelehrt wird, gehen rote Fäden durch. Da gibt es diese Essenzen, die einfach das Schamanische ausmachen. Auf diese bin ich ja schon in vielen anderen Videos eingegangen. In diesem Video möchte ich drei Punkte herausgreifen, die, so denke ich, eine schamanische Lehr- und Arbeitsweise modern und professionell machen, zumindest was unsere Kultur angeht. Der erste Punkt, der ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich sag mal, keine Dogmen und keine religiösen Erklärungen. Das ist für mich einfach wichtig. Klar, man braucht Modelle, um das Nicht-Greifbare zu beschreiben, ne, damit man irgendwie darüber reden kann. Aber man kann das auch sehr frei tun. Ne? Man muss das nicht vorgeben, sagen, so ist das, so musst du dann glauben und nichts anderes gilt, sondern man kann das sehr frei tun. Zum Beispiel beim Thema Wiedergeburt. Ja, Wiedergeburt, Reinkarnation, wieder Fleisch werden sozusagen, immer wiederkommen. Das spielt auch in Religion eine Rolle, zum Beispiel Hinduismus oder im Buddhismus. Aber wer schamanisch arbeitet, der wird damit zu tun haben, egal ob er daran glaubt oder nicht. Das ist völlig egal. Der wird einfach damit konfrontiert werden, weil das auftaucht. Na, spätestens dann, wenn so eine Ursache für ein Problem eines Menschen in einem früheren Leben zu finden ist, dann ist es halt so. Da kann man dran glauben oder nicht dran glauben. Na, da wird man sehen, oh, das ist ein früheres Leben oder ein anderes Leben oder wie auch immer man das nennt. Und spätestens dann wird einem klar, okay, irgendwie muss was dran sein.
Ne? Man muss ja immer noch nicht dran glauben, ne? Braucht man nicht, weil man hat ja gesehen, oh, das gibt's. So. Das ist ein Erfahrungswert. Deswegen plädiere ich bei schamanischer Arbeit für eine Sichtweise, die einfach aus Erfahrung heraus entsteht. Das heißt, man lernt sozusagen selber nachzuschauen, sich ein eigenes Bild zu machen und ist dann frei damit zu machen, wie man möchte. Ne? Ob man das jetzt dogmatisiert oder nicht, soll jeder machen, wie er möchte. Ich halte das gerne frei und bringe das gerne auch frei bei. So. Und, aber dafür, ne, dass man weiß, okay, was kann man da machen, braucht man natürlich erstmal ein paar Grundannahmen, die man einfach vorübergehend mal annimmt, um irgendwo mal zu starten. Ne? Sonst hat man gar keine Startbahn und dann kann man auch nirgends hinkommen. Aber alles, was ich davon, von diesen Grundannahmen, die man vermittelt bekommt, was sich davon nicht durch Erfahrung belegen lässt, das kann man dann getrost einfach hinter sich lassen. Und alles andere, was man merkt, wow, das, meine Erfahrung bestätigt das, auch wenn ich nicht dran glaube, das kann man in seine Weltsicht mit einbauen quasi und damit das Bewusstsein erweitern. Ne? Ja, dann der zweite Punkt. Achtung, spannend. In Sitzungen erklären, was man für Klienten tun möchte, bevor man was für einen Klienten tut, schamanisch. Denkst jetzt vielleicht so, hä, das ist doch normal. Weit gefehlt, wirklich. Wie oft sind schon Menschen bei mir in einer Sitzung aufgetaucht, die erzählt haben, ich war hier und da beim Schamanen und da bei Schamanin. Und dann frage ich einfach, um zu wissen, was wurde denn da schon gemacht? So, ne? Wie war denn das? Warum ist er jetzt bei mir und warum ist er nicht dort geblieben? Und der Klient dann sagt, ich habe keine Ahnung, was da gemacht wurde. Mir wurde nichts erklärt. Da hat einer mit der Feder rumgewedelt, getrommelt und geräuchert und dann gesagt, okay, das war's. So, und dann bin ich nach Hause. Sowas. Das scheint sehr weit verbreitet zu sein und das ist halt ein bisschen schade, weil also ich finde halt gut, wenn der Klient aufgeklärt wird und dann mitentscheiden kann, welche Art der Anwendung er gerne an sich erleben möchte und welche nicht. Da sollte einfach irgendwie so die Integrität eines Hilfesuchenden gewahrt bleiben. Ne? Dass man nicht einfach irgendwas mit dem macht, das kann ja auch schnell ins Übergriffige gehen. Und der weiß gar nicht was. Ne? Nimm mal an, der Klient geht nach Hause und da wird gefragt, was wurde gemacht. Da sagt er, keine Ahnung, irgendwas mit Trommeln. So, irgendwas mit einem Lied oder sowas. Und dann sagen die anderen, ah ja, du Spinner, hab doch gleich gesagt, da sollst du nicht hin. Ne? Aber stell dir vor, der geht nach Hause und kann genau erzählen, warum, wie, was, wo, was. Und das können die Leute und er selber in sein modernes Weltbild irgendwie mit aufnehmen und das einigermaßen nachvollziehen. Ja? Dann sagt er, wow, cool, das ist mal professionell. Ne? Sonst bleibt da auch immer so ein gewisser Nachgeschmack. Ne? Und das hat so was Dubioses. Und ich finde halt geil, wenn da aufgeklärt wird und das einfach modernisiert wird und man, ne, wenn das mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt. Und da muss halt der schamanisch Praktizierende auch entsprechend dann auftreten und ja, das modern vermitteln. Das ist einfach meine Sichtweise. Ja, damit das auch einfach ernst genommen werden kann. Ne? Immer mehr, weil das ist wichtig so. Und das zu Recht gibt es das schon immer sozusagen. Das ist ja nichts Modernes. Das ist ja nichts Neues. Ne? Es ist was einfach da ist. Und man sollte das auf ein modernes, zeitgemäßes Level heben. So denke ich. Ja. Weil das ganze Schamanismus und was man da tut und wie man arbeitet, das ist ja so schon nicht leicht zu erklären. Ne? Vielleicht machen deswegen viele Schamanen das deswegen nicht. Ich bemühe mich halt, und das ist so auch mein Antrieb, wirklich diese Dinge erklären zu können und irgendwie für einen modernen Verstand das so aufbereiten zu können, dass er sagen kann, ist nachvollziehbar, verstehe ich, hätte ich gern, finde ich gut. Ja, kann ich auch zu Hause erklären. So. Und dann halten mich nicht alle für einen Spinner, sozusagen. Ja, und gerade weil das eher nicht so greifbar ist, gerade deshalb sollten sich schamanisch Praktizierende besonders bemühen und modern aufklären, meine Meinung. Der dritte Punkt, Achtung, selber wissen, was man tut, wenn man schamanisch arbeitet. Jetzt denkst du vielleicht auch wieder hier so, hä, sollte das nicht normal sein, dass man weiß, was man tut, wenn man was tut?
auch hier leider weit gefehlt. Ich bin nicht überall dabei, aber zu mir sind im Laufe der Jahre so viele Klienten wieder gekommen oder Interessierte für Ausbildung dann. Meistens als Klienten erzählen sie, ich habe auch gelernt und dies und das. Und die sind teilweise talentiert, gut trainiert auch so. Aber im Grunde wissen sie gar nicht, was sie da tun. Und das ist so ein bisschen schade. Gerade dann, wenn jemand einfach, ja, wenn jemand das mitbringt, wenn jemand talentiert ist und viel Erfahrung gesammelt hat und es gelingt schon einigermaßen, wenn so jemand dann nicht sagt, okay, und jetzt lasse ich mich so richtig ausbilden. Ne? Das ist dann immer mein Tipp, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich mache ja auch schon mal eine Trance-Reisen. Ich habe ja auch schon mal ein Seminar gemacht und so und da, zu Hause mache ich dies und das und das. Und das gelingt mir richtig gut. Ne? Und da sage ich halt, hey, genau wenn du talentiert bist, genau gerade dann solltest du dich nochmal richtig ausbilden lassen, damit du auch genau weißt, was du da tust. Ne? Damit du für dich selbst erstmal weißt, was du da tust. Ne? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn jemand das nicht richtig lernt und einfach drauf los praktiziert, dann kann, was er da tut, ganz oft sehr, sehr gut gehen. Es kann aber auch mal richtig krass schief gehen. Und das ist dann halt blöd. Ne? So. Und also hier nochmal mein Tipp sozusagen. Gerade wenn jemand hier talentiert ist und einem das schon so intuitiv gut gelingt, gerade dann sollte er sich so richtig ausbilden lassen, weil dann kommt er nochmal auf ein professionelleres Level. Auch habe ich viele immer kennengelernt, die zwar gut schamanisch arbeiten konnten, die aber irgendwie keine Kompetenzen erworben haben, wirklich mit hilfesuchenden Menschen umzugehen, ne? Wie man eine Sitzung aufbaut, Gesprächsführung, ne? All diese Sachen, Lebensberatung, das gehört da alles mit dazu. Und dann probiert derjenige halt, das einfach irgendwie zu machen, so wie er denkt, dass es richtig ist oder wie er es irgendwo anders her hat. Und aber auch da kann man sich fortbilden und dann kann man auch besser Sitzung machen. Ich kann dich so eine moderne schamanische Arbeitsweise lehren. Trag dich jetzt sehr gerne zu einem kostenfreien Infogespräch ein.